Endlich ist es wieder soweit. Das traditionelle Eschenauer Zeltfest lockt die Massen wieder von nah und fern herbei. Organisiert wird dieses Spektakel von der Freiwilligen Feuerwehr Eschenau gemeinsam mit der Sportunion. Und es ist zum Fixpunkt im jährlichen Festkalender avanciert. Das kommt daher, weil die Leute einfach zusammenhalten. Die Dorfgemeinschaften funktionieren super. Und wenn man da schaut, da arbeiten über 300 Leute bei dem Fest, damit das alles funktioniert. Das ist halt schon bekannt seit über 30 Jahren und darum der gute Ruf. Die Einnahmen helfen der Freiwilligen Feuerwehr, das notwendige Gerät anzuschaffen. So konnte zum Beispiel vor 2 Jahren ein neues Kommandofahrzeug gekauft werden. Der Startschuss ins Eschenauer Wochenende erfolgt wie immer am Donnerstag. Punkt 21 Uhr ist es soweit. Mit dem Bieranstich wird das Eschenauer Zeltfest offiziell eröffnet. Für den Eschenauer Bürgermeister war es eine Premiere und er hat dabei wahrlich gute Figur gemacht. Ich bin erst seit der letzten Wahl im Oktober Bürgermeister und darum war es für mich heute das erste Mal. Und haben Sie vielleicht ein bisschen geübt zu Hause oder kann man das als Bürgermeister? Nein, so viel ist nicht dabei. Da gibt es schwierigere Dinge als das. Der Donnerstag in Eschenau gehört traditionell den Lederhosen. Beim Lederhosentreffen zeigen die Jungs und Mädels der Region, dass man auch in trachtigem Outfit gute Figur machen kann. Und die größte Gruppe, die in Lederhosen antritt, wird belohnt, nämlich mit einem 50 Liter Fass Bier, das fast schon traditionell die Gruppe aus St. Agatha gewinnt. Weil wir Agathenser wieder das heute das 10. Mal 50 Liter Bier gewinnen, wenn wir die größte Gruppe haben. Wie viele Leute seid ihr? Ja, meistens mehr als 50. Wir haben ja die letzten 10 Jahre immer gewonnen. Das heißt, Agatha ist heute leer? Agatha ist leer, ja. Aber hinten auch voll. Weil das schon der Brauch ist bei uns in Agatha, kann man sich große Gruppen zusammensuchen und wir wollen immer gewinnen. Also, darum sind wir wieder da her. Und wer macht eigentlich in der Lederhose die beste Figur? Meistens die Dirndl, weil die Kinder sind ein wenig reizend anziehen dazu, gell? Und die sind auch zahlreich erschienen. Mir taugt es in der Lederhosen. Das ist einmal super, wenn man die Gelegenheit hat, dass man es anziehen kann. Normalerweise kommen wir mit der Lederhosen. Aber ich habe mir gedacht, Bock ist Dirndl aus. Und natürlich treten auch die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Eschenau sowie der Sportunion in Tracht auf. Ich habe mir jetzt gerade eine neue Lederhose machen lassen, das ist meine ausgefackte. Die ziehe ich natürlich am Donnerstag an, weil es Tradition ist. Und wir freuen uns irrsinnig über die vielen netten Gäste mit der Lederhosen, die was jetzt ja mehr werden. Wie jedes Jahr haben sich die Organisatoren auch heuer wieder einiges einfallen lassen. Im Mittelpunkt steht natürlich das große Festzelt mit 700 Sitzplätzen und doppelt so vielen Stehplätzen, wo das Bier natürlich in Strömen fließt. Ja, wir freuen uns, dass wir irrsinnig viele Gäste haben und wenn die Stimmung gut ist, verkaufen wir viel Bier. Und natürlich, das Wetter spielt eine Rolle, aber mit 100 Fass rechnen wir schon. Das heißt, 5000 Liter, 10.000 halbe, wer soll denn die bitte trinken? Das trinken unsere netten Gäste und wenn wir in Seiteln verkaufen, sind es etwas mehr. Für die musikalische Stimmung im Festzelt an diesem Donnerstag sorgt die Gruppe Blechblosen aus Bayern. Daneben gibt's auch die Höllenbar mit Platz für 500 Personen und in der Romantikbar lässt sich das Publikum Mixgetränke schmecken. Es ist angefangen von Sex on the Beach über sämtliche Longdrinks, angefangen von Bacardi Cola bis zum Cola Whisky, Flügel, Red Bull, Cola Rum und diverse Sachen. Das Hüttencafé, die Weinkost, die Riesennagelbar und der 30 Meter lange Bierbrunnen sind weitere Highlights. Und auch für das leibliche Wohl ist in Eschenau natürlich gesorgt. Ja, bei uns gibt es Bratwürstel, Posner, Pizza, Schnitzel mit Schnitzelsemmen und ja, einen warmen Leberkäse. Die Lederhosen werden nach diesem Donnerstag wieder in den Schrank gehängt und natürlich 2005 in Eschenau wieder ausgepackt.